Liebe Abiturientinnen, Abiturienten, liebe Verwandte, liebe Lehrer, sehr geehrter Herr Loch, sehr geehrter Herr Bürgermeister und liebe seltsame Menschen, die uneingeladen zu solchen Veranstaltungen kommen. Wir, Jasen und Vincent, ich glaube, es ist eindeutig, wer weiß, können uns ein bisschen abiturieren. Als wir gebeten wurden, diese Rede zu halten, sind wir an diese Aufgabe mit der gleichen Sorgfalt und Hingabe herangetreten, wie die meisten von uns an ihre letzte Luftprüfung. Demnach haben wir gestern Abend angefangen. Diesbezüglich fallen mir noch stets die Worte von der Frau Steinmann ein, denn wenn man nichts vorbereitet hat, kann man nichts schief gehen. Ja, wie wahrscheinlich jeder andere, der in den letzten Jahren mit der doch wichtigen Aufgabe betraut wurde, eine Abiturrede zu halten, sind auch wir zu Beginn unserer Recherche auf YouTube gegangen und haben nach den besten Abiturreden jemals geschaut. Doch dabei stellt sich ziemlich schnell heraus, dass Copy und Paste und hier und da die Satzanfänge verändern, wie es in der Schule vielleicht ganz oft geklappt hat, dieses Mal nicht funktionieren würde. Denn in den allermeisten Reden wurde von legendären Galaabenden, den verrücktesten Klassenfahrten und den wildesten Partys gesprochen. Das alles sind Dinge, die wir wegen Corona entweder gar nicht oder doch in stark reduzierter Form erlebt haben. Doch so traurig, wie dies vielleicht zunächst klingen mag, ist unsere Zeit in der Oberstufe auch auf keinen Fall gewesen. Denn auf der anderen Seite haben wir Erfahrungen gesammelt, an die wir uns sicher unser ganzes Leben lang noch erinnern werden. Wir können uns noch gut an den März 2020 erinnern, als im Elternportal tatsächlich mal ein nicht ganz so irrelevanter Elternbrief erschien, in dem verkündet wurde, dass die Schule für die folgenden 2 Wochen geschlossen bleiben würde. Wie sich vermutlich kaum jemand von Ihnen vorstellen kann, hielt sich unsere Trauer damals noch in Grenzen. Die nächsten Monate und Jahre waren noch vor allem von Unsicherheit geprägt. Der Wechsel zwischen Homeschooling, Hybridunterricht und getrennten Klassen schien oft sehr willkürlich. In dieser Zeit haben wir vor allem gelernt, dass die Lehrer oft genauso wenig Ahnung haben wie wir, vor allem wenn es um Corona-Regelungen oder Videokonferenzen geht. Doch an dieser Stelle darf ein Lob an unserer Schule auch nicht fehlen. Denn auch mit dem Blick auf andere Schulen wurde der Online-Unterricht schnell und zuverlässig organisiert und nur ein paar Lehrer schienen wie vom Erdboden verschluckt. Und man muss sagen, auch auf der Schülerseite gab es wirklich nur vereinzelt ein paar Kandidaten, die wegen einer monatelang schlechten Internetverbindung leider entweder keine Aufgaben einreichen konnten oder der Mikrofon immer komischerweise so schlecht war, dass sie die Fragen der Lehrer nie beantworten konnten. Dabei, geht das WLAN eigentlich wieder, Flori, oder? Ja, man muss sagen, auch die Übergangsphase, der sogenannte Hybridunterricht, war doch eine erfrischende Abwechslung zum gewöhnlichen Schulalltag. So gab es beispielsweise ein Einbahnstraßensystem auf den Gängen, das zwar fast keiner verstanden oder befolgt hat, aber das bestimmt auch sehr, sehr wichtig war. Besonders entspannend fanden wir auch die Zeit, in der nur die Oberstufler Präsenzunterricht hatten. In dieser Zeit war es im Schulhof wirklich auffallend ruhig. Diese Wochen, in denen wir ohne andere Jahrgänge, zugegebenermaßen, besonders ohne der Unterstufe, auf dem Schulgelände unsere Pausen verbrachten, waren wirklich die entspannendsten seit langem. Endlich keine kleinen Kinder mehr, die beim Ertönen des Gongs die Gänge stimmten, als ginge es um Leben und Tod. Okay, Vincent, wir mussten unseren Freunden versprechen, nicht so viel über Corona zu reden. Deshalb möchten wir uns noch ganz kurz ausdrücklich bei Frau Schatz und Herrn Lange für das unerbittliche und lautstarke Erinnern an die Corona-Richtlinien bedanken. Dankeschön. Allerdings muss man festhalten, dass unser Jahrgang mit einem blauen Auge davon gekommen ist. Denn wir hatten das Glück, dass ein Großteil der 12. Klasse und die Abiturprüfungen unter einigermaßen normalen Bedingungen stattfinden konnten. Sehr erfreulich ist auch, dass wir zum ersten Mal seit 2 Jahren, wie gewohnt, unser Abitur heute Abend mit unseren Familien und Freunden feiern können. Besonders stolz kann unser Jahrgang darauf sein, dass heute jeder einzelne Schüler sein Abiturzeugnis erhalten wird. Ich finde es doch ein Applaus. Doch was haben wir alles aus den letzten Jahren mitgenommen? Neben den natürlich überlebenswichtigen Inhalten der Schule, wie der Gedichtanalyse aus dem Fach Deutsch oder den Satz des Pythagoras aus Mathe, haben wir in dieser Schule auch wirklich Dinge erlernt, die so in kein Abiturschnitt eingeflossen sind. Wir haben gelernt, das Beste aus einer nicht ganz so leichten Situation zu machen, Rücksicht aufeinander zu nehmen und selbst die kleinsten Dinge zu schätzen. Des Weiteren sind wir in den letzten Jahren als Stufe sehr stark zusammengewachsen und haben Erinnerungen gesammelt, die uns mit Sicherheit unser Leben lang noch erinnern werden. Dazu gehört auf jeden Fall zum einen die Abgabe der Seminararbeit, die zu einer wilden Party in der Aula ausgeartet ist.
Ich glaube, es war Frau Schifffahrt, die an diesem Tag den Geruch des Schulhauses mit jemandem in der Kneipe verglich. Oder die Berlinfahrt, die wir glücklicherweise in der 12. Klasse nachholen durften. Natürlich, neben den hochspannenden Museumsbesuchen, konnten wir in der Oper endlich auch die Gelegenheit nutzen, den verpassten Schlaf der Vornacht nachzuholen. Aber auch am nächsten Tag hatten wir dann voll ausgeschlafen und die nötige Energie, um die Radtour, die wirklich den allermeisten von uns sehr gut gefallen hat, voll auszugenießen. Besonders glücklich waren wir auch über den Abi-Streich, den wir am Dienstag wieder wie gewohnt durchführen konnten. Besonders bedanken möchten wir uns bei den Leitern des Technikteams und natürlich bei dem ganzen Technikteam, aber vor allem bei den Leitern, Frederik und Mo, und die weder der Abi-Streich noch der heutige Tag möglich gewesen wäre, und Herrn Wiedmann, der uns ab 6 Uhr morgens beim Aufbau des Streichs unterstützte. Aber neben den Partys und Ausflügen war es manchmal auch im Unterricht ganz lustig und interessant, ob man es glaubt oder nicht. Die Lehrer haben es sogar geschafft, uns hin und wieder etwas Nützliches beizubringen. Es mag sein, dass ich es nicht ganz mitbekommen habe, doch von meinem Standpunkt aus sind mir viele Dinge so klar, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, sie jemals nicht gewusst zu haben. So kann ich heute wegen Herr Pichlers Geschichtsunterricht keine Zeitung mehr lesen, ohne die Quellen stundenlang zu unterfragen. Keine Brötchen mehr kaufen, ohne an den Kaufvertrag aus Frau Schifffahrts Wirtschaftsunterricht zu denken. Und keinen Baum mehr anschauen, ohne an die Photosynthese zu denken. Das ist alles so, ne? So denke ich, dass wir in der Oberstufe mit unseren Lehrern zufrieden sein können. Doch auf der anderen Seite denke ich auch, dass wir als Jahrgang sehr angenehm in Erinnerung bleiben werden. Obwohl der eine oder andere jetzt nicht immer ganz pünktlich war, gell? Also, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber Sinan, Charlotte, Julian, Frau Müller. Jetzt habt ihr heute geschafft, dass ihr pünktlich da seid. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn wir schon mal bedanken sind, möchten wir uns natürlich auch bei allen Lehrern bedanken, unter denen wir in dieser teilweise sehr chaotischen Zeit viel gelernt haben. Ich denke aber doch, wir haben in der Oberstufe, na gut, vielleicht bis auf gewisse Sport- und Musiklehrer, nicht das Schlechteste losgezogen. Ein besonders großer Dank gebührt im Namen unseres gesamten Jahrgangs, unserem Direktor, Herrn Dr. Lauer, und unserer beiden Oberstufenkoordinatoren, Frau Schönebaum und Herrn Stratt, auch wenn dieser leider nicht da sein kann. Deshalb würde ich Sie beide gerne kurz auf die Bühne bitten. Liebe Frau Schönebaum, auch wenn die letzten 2 Jahre nicht immer leicht oder nüchtern waren, standen Sie immer auf unserer Seite. Sie haben es geschafft, auf der einen Seite freundschaftlich und kumpelhaft zu sein und auf der anderen Seite aber auch mal streng, wenn das nötig war. Egal ob mitten in den Ferien oder um 12:30 vor Mathe-Abitur, man konnte sich immer auf Sie verlassen. Von daher, das sprechen wir für den ganzen Jahrgang, beglückwünschen wir jetzt schon alle kommenden Jahrgänge, die von Ihnen betreut werden. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Lauer, nachdem Herr Müller unsere Schule verließ, waren die Erwartungen an den neuen Direktor sehr hoch. Doch Sie haben es geschafft, unsere Erwartungen mehr als zu erfüllen. Besonders bei der Abgabe der Seminararbeit und dem Abi-Streich waren wir Ihnen sehr, sehr dankbar, dass Sie uns auch mal feiern haben lassen, weil wir das ja die letzten 2 Jahre auch teilweise verpasst haben. Also auch vielen, vielen Dank an Sie. Außerdem möchten wir auch unseren Stufensprechern dafür danken. Der Anna von Kühner, Anna Bräunig, Maya Henge, Ola Giri und Paul Witsch. Paul Witsch. Wir wissen, wie viel Arbeit ihr euch gemacht habt. Und auch wenn wir es euch vielleicht nicht oft genug gesagt haben, rechnen wir euch eure Arbeit wirklich sehr, 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 sehr hoch an. Nochmal ein spezielles Dankeschön von Vincent und von mir. Vielen, vielen Dank.
unterstützt haben. Verwandte, Großeltern, ja auch die Eltern. Wir sind damit aber doch so reich zu akzeptieren, dass nicht alles falsch war, was wir uns beigebracht haben. Vielleicht das meiste, aber nicht alles. Nun gut, zu guter Letzt möchten wir diese Rede so beenden, wie es unser Lieblingssport- und Rallye-Lehrer Herr Lord getan hätte. In diesem Sinne, lange Rede, gar keinen Sinn. Lass uns einen unvergesslichen Tag und Abend verbringen. Heute gehen wir steil. Dankeschön. Ja.